Oasen des Lebens ist eine Erdhüterbewegung zur Erhaltung von Ökosystemen, nicht nur durch Ökourlaub, aber unter anderem. Also das ist jetzt mal so eine kurze Definition. Wir möchten gemeinsam weltweit ein Erdhüternetzwerk auf die Beine stellen, was miteinander Land kauft und schützt, dass zukünftig Erdhütern für ihr Geburtsrecht, also dass zukünftige Erdhüter für ihr Geburtsrecht nichts mehr zu zahlen brauchen. Okay. Also wir haben sehr gutes Feedback erhalten und da habe ich jetzt mal drei hingetan, weil das so ein schönes Feedback war. Ihr wünscht euch ein kleine Paradiese überall auf der Erde. Dazu muss ich sagen, ich bin schon über 50 Jahre davon überzeugt, dass die ganze Erde zu einem Paradies umgestaltet wird. Das hat die Anita Köll mal gesagt. Und dann hat jemand anders gesagt, ich bin sehr, sehr angetan, dass ihr in eurem jungen Alter bereits so reife und reale Gedanken und Vorhaben umsetzt, oder? Ja. Gut, dann. Also wer sind die Initiatoren? Das ist, bin ich, die Hanna Benker. Ich komme aus München ursprünglich und ich bin mit Bruno vor 6 Jahren hier in St. Johann in Tirol, haben wir unsere gemeinsame Oase begonnen zu erschaffen. Wir haben 2 gemeinsame und insgesamt also 5 Kinder. Die sind ungeimpft, wir haben Hausgeburten gehabt und wir sind einfach am Gartengestaltung und Vernetzungsarbeit. Das liegt uns sehr am Herzen. Nebenbei bin ich Webgestalter, also mache ich das und habe Feldenkreis gelernt und Klavier und ja, bin vielseitig unterwegs. Der Bruno kann sich selber vorstellen kurz. Ja, also ich bin jetzt über 50, habe eben vor 32 Jahren das Vertrauen in die Medizin verloren, weil die Krankheiten durch Medikamente immer schlimmer geworden sind und habe dann eben geforscht, wie kriege ich die ganzen Krankheiten wieder weg. Und ich habe alle Krankheiten wieder losgebracht und habe eben sehr mit naturnaher Lebensweise, mit Heilkräutern und so weiter beschäftigt. Kurze Definition, was Oasen des Lebens eigentlich ist. Also, wie schon vorher gesagt, es ist ein Verein, ein Netzwerk von Menschen, die die Erde hüten möchten. Diese Oasen sollen von Generation zu Generation weitergegeben werden zum Erhalt von Ökosystemen, die entstehen. Es ist geplant, dass möglichst hohe naturnahe Eigenversorgung in den Oasen stattfindet, damit die Menschen nicht durch totalitäre und faschistische Systeme erpressbar werden. Die Mitglieder sollten einander helfen und unterstützen. So benötigt jeder auch weniger Geld und ist von herrschenden Strukturen nicht so stark erpressbar. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch als materielles Kind dieser Erde auch das Recht auf einen Platz zum Leben hat, wofür er an niemanden Steuer zahlen muss. Ziele von dem Projekt sind eben Oasen zu erschaffen, indem wir viele Erdhüter werden, die sich zusammenschließen. Wie jetzt heute Abend zum Beispiel, wo der Mensch wieder mit der Natur lebt, wo ein Gleichgewicht im Ökosystem ist, wo Mensch Mensch sein dürfen. Diese Oasen sollen nicht jemanden alleine gehören, sondern einem gemeinnützigen Zweck, also entweder Verein oder Stiftungseigentum. Wir haben jetzt das Rechts System Verein gewählt, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass wir uns mit anderen Stiftungen mal zusammenschließen. Oasen dürfen niemals verkauft werden, steht so in der Satzung, sondern stets weitergegeben werden an neue, junge Erdhüter, die dem Netzwerk so beitreten. Ja. Kurz zur Entwicklung. Wir haben das Projekt 2018 vor 1,5 Jahren geboren. Es wurde bei uns im Nachbarort in Kitzbühel ins Vereinsregister eingetragen. Zur Sicherung eben des Projekts ist es, genau. Dann, ich habe die Website gestaltet, wodurch das Projekt bekannt wurde. 2019 haben wir dann ein erstes Vereinstreffen bei uns am Platz gehabt mit circa den ersten 15 Mitgliedern. Dann haben wir eine gemeinsame Reise schon unternommen mit einigen Mitgliedern und haben uns Oasen in Portugal angeschaut und dort auch mitgeholfen. Und jetzt aktuell sind wir irgendwie am Wachsen. Einige Leute sind beigetreten durch
das Umdenken vielleicht oder auch einfach durch das jetzt sich starke miteinander zusammentun durch Corona. Ja, das ist die Gruppe, die in Portugal war miteinander. Dieses Schild links hängt bei uns in der Einfahrt. Und ja, kurz zu den Finanzen. Wir haben durch die Mitgliedsbeiträge ca. 5.000 Euro jetzt in den 1,5 Jahren eingesammelt und durch zusätzliche Spenden noch weitere 1.000 Euro. Bei uns regnet es wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, geht nicht da, ja. Ja, durch unsere Einnahmen privat, was wir noch zusätzlich erwirtschaften, das ist die Online-Schulung Foodcombi Pro. Das geht auch an unseren Verein. Also die Plätze von Oasen des Lebens, was jetzt vielleicht die meisten interessiert. Wir haben eben das Angebot für den Verein bekommen, dass wir Plätze von anderen mit aufbauen können, aber keine konkrete Überschreibung. Dann gab es jetzt beim letzten Redekreis von den Mitgliedern den Konsens, wir bauen die Oase bei uns in St. Johann aus mit weiterer Behausung, sodass aktive Mitglieder dort auch eine fixe Unterkunft haben. Jedes Mitglied kann jederzeit Vorschläge für den Kauf von Land einbringen. Diese Vorschläge werden in internen Zoom-Redekreisen und via Telegram interner Gruppe besprochen. Also wir sind eigentlich noch in der Aufbauphase und sammeln jetzt einfach mal eine gewisse Summe. Genau. Jetzt zu den Partnerplätzen von Oasen des Lebens. Die erstrecken sich von Österreich über Deutschland, Frankreich, Portugal, Slowenien, Ungarn, Sri Lanka, Brasilien. Und die Plätze haben wir persönlich besucht und die kennen unser Projekt und sind offen für aktive Leute, die sich einfach mit einbringen wollen, zum Teil auch also sind sie offen für Gemeinschaft, zum Teil sind sie auch offen für, dass du dort deinen eigenen Platz dir schaffst. Also das Weitere dann nimmt man als aktives Mitglied dann im Mitgliederbereich, wo jeder Platz nochmal eine einzelne Seite hat mit Kontakt zu den Besitzern. Das ist nochmal eine Übersicht jetzt weltweit. Eben der westlichste Punkt ist Sri Lanka und der östlichste Punkt, der östlichste Punkt ist Sri Lanka, wobei wir auch noch eine Oase in Sumatra kennen, persönlich, die wir noch nicht aufgenommen haben, die auch dazu gehören. Und die meisten sind also im europäischen Raum. Ja, zu unserer Oase in St. Johann in Tirol, die hat circa 2 Hektar. Wir haben über 1.000 Pflanzen hier schon angepflanzt in den letzten 6 Jahren von Obstbäumen, Sträuchern, Wildkräutern, Beerensträucher. Wir haben einen Wintergarten letztes Jahr gebaut, hier unten, wo der Bruno drin sitzt, wo auch die Vorzucht stattfindet. Eine gewaltige Kürbisernte hat man letztes Jahr. Ja, und wir haben einige Helfer, so im Durchschnitt immer 3 am Stück und die bleiben circa 3 Wochen bis länger. Wir ernähren uns vorwiegend roh vegan, aber nicht dogmatisch. Also es gibt auch Leute, die essen anders als wir. Die Kinder sind immer herzlich willkommen und können gern mitmachen. Wir haben keine Haustiere, wobei Katzen so rumstrolchen. Und wir möchten halt ein Biotop aufbauen für wilde Tiere, für Igel, wir haben selber halten Hühner, wobei wir wir möchten die jetzt nicht schlachten oder so, aber Eier kann man essen, aber vor allem wegen dem Mist und halt aus Permakulturgründen. Ja, das sind unsere ganzen Erdhüter bis jetzt. Wir sind schon eine schöne Gruppe geworden, so circa 55, und kennen einige schon persönlich und andere haben wir noch nicht getroffen und freuen uns, euch kennenzulernen. Jetzt gehen wir dann über in die Vernetzungsrunde. Ich freue mich, wenn wir viele reale, interessierte, tatkräftige, aktionswillige Menschen werden, die einfach gemeinsam eine wirklich schöne Welt miteinander aufbauen. Ja. Hier ist nochmal der Link für Leute, die noch nicht unsere Telegram-Gruppe kennen. Die ist öffentlich und da vernetzen wir uns auch. Ja, das war's.
Vielen Dank. Was ich noch sagen wollte, weil der Arne jetzt leider weg ist, zu dem Netzwerk, wo wir alle unseren Ort reingeben, der vielleicht uns persönlich gehört, das hat den Vorteil, dass wir dann nicht mehr so gebunden sind an unseren Ort, weil wir ein großes Netzwerk haben und in das Netzwerk mal fragen können, wer hätte denn mal Zeit, 6 Monate auf meinen Platz zu schauen, weil wir würden jetzt gern mal woanders hinreisen, weil Pflanzen, Tiere sind ja nicht so leicht einfach, kann man nicht einfach im Stich lassen. Und deswegen finde ich das auch genial, weil es ist nicht so leicht, immer Menschen zu finden, aber in so einem Netzwerk, wo von Gleichgesinnten weiß man einfach, die würden uns auf unserem Platz einfach perfekt aufpassen, weil sie es einfach genauso mit Liebe machen würden. Und das finde ich so schön, weil Bruno und ich würden auch gern mal im Winter weggehen und das Haus kann man nicht alleine lassen wegen den Rohren, weil das sonst so, ja, erfriert und so weiter. Und genau, das nochmal kurz auch zu dem Gedanken Eigentum, warum für sich alleine, wenn man es doch auch teilen kann. Ja. Und ich sage an der Stelle mal ganz kurz, der Beitritt ist für ein Jahr. Man kann sich das jedes Jahr neu überlegen. Man zahlt als Pärchen oder Familie 150 Euro im Jahr und als einzelne Person 90. Also es ist jetzt nicht die Welt. Und man von dem Geld schauen wir, dass wir dann Oasen, dass wir gemeinsam uns entscheiden, wo wir eine Oase unterstützen oder eine neue kaufen. Und der Platz ist von allen Mitgliedern gleichermaßen, der gehört allen sozusagen. Und das wird einfach dann auch ein Experiment. Wir können uns da jetzt die Köpfe zerschlagen, aber ich glaube, wenn wir alle so handeln, dass es zum Wohle aller ist, ich glaube, dass es funktioniert. So, wie gesagt, ich bin Rupert, der Verwalter vom Anastasialand. Wir sind eben gerade zu aufbauen. Jetzt wird langsam immer größer mit unserer Gemeinschaft. Bei uns ist, ich habe das Ganze jetzt in einen Verein umgewandelt, wo, weil es ja ums Weitergeben geht, ich bin auch schon im Alter. Ich besitze nur das, was ich in die Kiste rein mitnehme und sonst nichts. Okay, und du hast einfach junge Leute, die würden das einfach fortsetzen? Ja, da sind jetzt junge Leute, aber ob die dann auch weitermachen, das muss sich von innen raus entwickeln, die Gemeinschaft, dass sie zusammenpassen alle. Die Vision, die wir halt haben, ist halt vielleicht, dass die Plätze dann erhalten bleiben, schau. Und dass halt, wenn man jetzt keinen Nachfolger hat, wie Kinder oder so, dann ist es halt eine Möglichkeit, wenn man die Leute kennt aus einem Verein und die sind einem sympathisch, dass man dann die sagt, sind ja doch mit eingetragen. Genau. Die sind ja automatisch mit eingetragen. Somit brauchen wir nicht um einen Nachfolger sorgen, weil die stehen ja im Verein. Es gehört ja im Verein nicht mehr. Ja. Ja, genau. Weil was wir machen können, ist uns einfach als Vereine, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen, indem wir uns halt, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber diese Verlinkung auf der Website und auch dann die Verlinkung auf deinen Kurs, schau, das einfach da so ein Sammelsurium an. Der Erwin macht es auch, dass wir uns einfach gegenseitig verlinken, gute Sachen verlinken. Und da muss man Mitglied dann bei euch da werden oder wie ist am besten mit der Kontaktaufnahme? Also ihr könnt, natürlich kann uns jeder besuchen und genau, also Mitgliedschaft ist kein Zwang, dass man uns besucht, aber wir freuen uns einfach, wenn man natürlich die Sache generell unterstützt und genau. Ja, und dann ist man auch mehr in dem ganzen Infofluss wahrscheinlich drin, oder? Ja, genau. Man hat mehr Informationen, man hat die Informationen zu den Partnerplätzen, weil man kann sich ja mal mehrere Plätze anschauen, wenn man nicht ortsgebunden ist. Ja, es ist so, wir haben im Mitgliederbereich, ist man vernetzt mit allen anderen Mitgliedern. Man kann sehen, wo kommen die her. Und dann kann man auch, gibt es eine im Mitgliederbereich, also das ist wie eine Website, nur da haben halt nur die Mitglieder Zugriff drauf. Und da sieht man dann überall die Partnerplätze. Da könnte man halt zum Beispiel den Rupert noch mit aufnehmen, gell? Wenn der einverstanden ist und. Okay, danke schön. Danke auch. Die Rosi hat geschrieben, gibt es eine Oase in der Schweiz? Also momentan haben wir keine Oase in der Schweiz, aber sehr viele eben in Österreich und in Deutschland. Der Harry hat auch eine in Kärnten. Übrigens, diese Oasen sind ja nicht Vereinseigentum von uns. Das heißt, wer jetzt einen anderen Platz kennt, und im Prinzip sind ja wir wie eine Werbeplattform für die. Also eigentlich wäre es optimal, die würden auch Mitglied werden und würden
das mit unterstützen, dass wir für die halt werben sozusagen. Von dem her, wenn ihr jetzt einen guten Platz kennt, der sowieso auch gerne Leute aufnimmt, dann könnt ihr uns den natürlich den gern schreiben, aber wäre natürlich auch toll, ihr erzählt dem vom Verein und vielleicht wollen die das einfach unterstützen. Und genau, das wäre halt, weil uns kostet das natürlich auch viel Zeit, immer die dann zu inserieren und ja, genau. Ist in der Nähe was von München. Es ist so, München und Fraßdorf ist nicht so weit weg, aber es gibt ja viele Münchner, was teilnehmen, vielleicht, dass sie die irgendwie zusammenschließen und irgendein Acker gemeinsam kaufen und der Verein unterstützt sie dabei. Und was mir gerade eingefallen ist, was man auch mit der Mitgliedschaft, wenn man für sich persönlich jetzt da keinen Nutzen zum Beispiel sieht, dass man dann überlegt, ja, warum nicht andere fördern, die dann was für die Natur tun, ja. Man macht ja selber was, aber es ist ja super, wenn man das mit dem, wenn man das halt mitfördert, dass dann in diesen Pott viel Geld zusammenkommt, woraus wieder was Größeres entstehen kann, wie ein Landkauf. Vielleicht kann sich einer allein jetzt nicht kein Land leisten, aber wenn wir da in einem Jahr zusammen, also da was ansparen, dann kann man sich eben gemeinsam ein Land kaufen und vielleicht macht man da nicht mit, aber vielleicht können dann andere wiederum ihren Traum realisieren. Also wenn ihr versteht, was ich meine, es ist halt so, wie gibt ja diese Katabana oder diese Vereinigungen, wo alle Geld zahlen und wenn dann einer was braucht, dann kann er sich daraus holen. Also ich sehe das irgendwie ganz auch aus der Perspektive. Und ja, finde ich auch sehr schön. Und vielleicht gibt es Menschen, die hätten das Geld und können aber selber nicht mehr körperlich oder wie auch immer. Und die können auch Leute wie jetzt Leute in unserem Verein halt unterstützen, dass die das machen. Und ja. Also diesen Grundgedanke finde ich sehr schön. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich auf dem Land geboren bin und dass ich hier ein Elternhaus mit relativ viel Grund einfach so zur Verfügung gestellt bekomme. Ne? Genau. Wenn ich mir das mit 20, 25, 30 selber hätte erwirtschaften müssen, plus ja. Familie, das ja, ist, glaube ich, in unserem Alter ohne Schulden eine Utopie. Und von daher finde ich das sehr schön für Familien, die diese Voraussetzungen so nicht in die Wiege gelegt bekommen haben, da zusammen zu helfen. Je mehr Mitgliedsbeiträge wir haben, desto easier können wir auch sagen, okay, wir kaufen jetzt Land in Bolivien und wir kaufen jetzt Land da. Also so stelle ich es mir vor, dass wir in Zukunft dann einfach uns ganz leicht tun, mit Geld vergeben und sagen, ja, wir unterstützen jetzt da die Leute, weil da sind jetzt irgendwie 10 Mitglieder, die haben Interesse, dass da ein Platz entsteht und dann machen wir das. Und als nächstes steht dann was anderes an. Also ja, weil es ist ja, das Geld kommt ja jedes Jahr wieder neu zusammen, wenn wir mal... Also das ist so, das sind so Gedankenspielereien. Wenn man halt jetzt, sind wir halt bei 5.000 aber, und jedes Jahr dann 5.000, aber wenn wir mal 100 sind, dann sind es halt jedes Jahr 9.000, circa. Circa 9.000. Und es gibt auch Mitglieder, die haben sich gedacht, okay, sie zahlen einfach schon den Mitgliedsbeitrag für die nächsten 3 Jahre, weil sie werden auf jeden Fall die nächsten 3 Jahre noch dabei sein. Und das ist auch möglich. Wir haben es jetzt mal tief niedrig angesetzt. Aber wer sagt, komm, ich zahle auch gleich die nächsten 10 Jahre, 1.000 Euro macht jetzt nichts, der kann das auch machen und dann zahlt er halt die nächsten 10 Jahre dafür nichts rum. Aber es ist schon wichtig, dass wir bestehende Plätze, wie zum Beispiel der, was der Arni hat, der Rupert hat oder andere, die was ihren Platz öffnen, vielleicht da erst einmal Erfahrungen sammelt, bevor wir gleich was Neues kaufen, dass wir das wirklich gezielt machen und dass wir dieses Mal Gemeinschaft ist nämlich gar nicht so ohne. Also man muss schon mal Kompromisse eingehen und so weiter. Und es ist wichtig, das zu lernen, dass man miteinander gut auskommt. Dir, wir haben noch jahrelang Zeit, um diese Dinge manifest werden zu lassen. Nein, wir haben nur mehr wenige Monate Zeit, wenn überhaupt. Oh. Ja, du kannst jetzt schauen, was mit der Wirtschaft passiert. Ich beobachte schon lange. Ja, wie gesagt, wir haben mehr Arbeitslose als wie 1929. Mehr. Und jetzt, die Wirtschaft wird jetzt im Sturzflug nach unten gehen, weil es gibt Pleiten, es können die Leute die Schulden nicht mehr zahlen, es gibt Leute, die können nicht einmal mehr Essen einkaufen. Und es geht erst jetzt richtig los. Ich weiß jetzt, einige Firmen, zum Beispiel in der Gastronomie, die sperren heuer gar nicht mehr auf, die dürfen gar nicht aufsperren.
weil die Wanderführer, die alles, was so an der Gastronomie dranhängt, die was Veranstaltungen machen, Seminare, das findet alles nicht statt. Die Hotels sind nicht ausgelastet, die haben aber trotzdem die Personalkosten. Also da wird es ein Crash geben, der ist sagenhaft. Die Frage, die heute halt da immer im Raum steht, ist, ob die Geschichte mit Grundbesitz, ob das dann durch die Krise erhaltet, ob man hinterher diesen Anspruch auch durchsetzen kann. Da war ich nicht sicher, ob das im Sinne von Enteignung und so. Ich wäre sofort dafür, alles, was ich erspart habe, anstatt nur einen Mitgliedsbeitrag jetzt zu investieren, dass man so schnell wie möglich Grundstücke kaufen kann, wenn man irgendwo schon Möglichkeiten kennt vielleicht. Aber es ist die Frage, ob man den Besitzanspruch durchsetzen kann. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Wir sollten jetzt schauen, dass wir Gemeinschaft bilden, weil es kann sein, dass dem Platz, was du pachtest, auf einmal passiert irgendwas und du kannst den dein Leben lang gratis weiter nutzen, weil sie vielleicht die Gesetze alle ändern werden. Ja, eben, das ist jetzt eben die andere Richtung, die ich jetzt denke, dass durch die Umstände, die wir jetzt haben, ist die Chance, dass wir als Menschheit uns in die Selbstverantwortung begeben. Und natürlich gibt es jetzt ganz viele, die noch keinen Plan haben, was auf sie zukommt. Aber für die können wir Rückhalt sein. So wie der Ruppi vorhin gesagt hat, dass man die Bauern sorgt, wie man die Landwirtschaft ohne Chemie und so machen kann. Das wissen nämlich wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Die müssen halt auch bereit sein, uns zuzuhören. Ich glaube, du hättest das schon mal probiert. Genau, ja? Ich habe das schon öfter probiert. Es gibt Bauern, die was mir ein bisschen probieren oder die das ganz gut finden, ansatzweise anfangen oder versuchen oder Sachen ganz gut finden. Ich weiß nicht, ob das schnell genug geht. Speziell die Bauern, die werden sich nur furchtbar wundern, die was jetzt reine Milchbauern sind, weil die werden in Zukunft nicht mehr leben können davon. Und deswegen gibt es aber Anspruch von Menschen, die wollen alle was essen. Und ja, genau. Wenn das Essen knapp wird, dann gelten keine Gesetze mehr. Genau so ist es. Und dem vorzubeugen, ist es gut, wenn man eine Gemeinschaft hat, weil es kann dann zu Plünderungen kommen, es kann alles Mögliche passieren. Mal was anderes. Wie weiß man, wenn man Eigentum hat, dass man nicht plötzlich enteignet wird? Zwangshypothesen. Ja, eben. Genau das ist eben das, warum wir Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen uns das nicht gefallen lassen. Das Menschenrecht ist, wir sind alle auf dieser Erde geboren. Und es steht uns eigentlich alle ein gewisser Grund zum Leben zur Verfügung, für den wir nicht Steuer zahlen müssen. Momentan ist das alles nicht der Fall. Und wir müssten einfach nur unsere Menschenrechte einfordern. Und dafür braucht es Gemeinschaft. Das werden wir einzeln gegen diese Politiker, was wir jetzt haben, die was korrupt sind, bestochen sind und die was lieber an Bill Gates vertrauen und der WHO und nicht für die Bürger arbeiten, mit denen wird es nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied und den Wert erkennt zwischen als Pärchen oder als selbst was besitzen oder als Verein was besitzen. Weil ich glaube, dass Vereine in der Vergangenheit also seltener irgendwie... Viel schwieriger zu enteignen. Gemeinschaften haben einfach ein stärkeres Potenzial. Man kann einen Einzelnen relativ leicht enteignen. Bei einem Verein ist das schon viel schwieriger. Auch gemeinnützig, dann tun sie die Behörden noch viel schwerer. Ja. Eine Zwangshypothek ist auch ein Angstbild, was viele haben. Wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Und der Arni hatte wir haben mit ihm schon mal eine Stunde alleine telefoniert und der hatte die Idee, okay, er gründet vielleicht eine Stiftung oder vielleicht hat jemand, also der Christian Neuberger hat auch schon eine Stiftung gegründet, der auch Partneroase ist im Allgäu. Vielleicht kann man sich da zusammentun, dass der Verein mal Stiftung und Verein gleichermaßen so ist, dass die Stiftung eben den Zweck sichert und der Verein, aber die Stiftung braucht wiederum vielleicht einen Treuhänder, das heißt, der die Idee von der Stiftung quasi umsetzt. Weil wenn es keine Mitglieder gibt oder keine
Leute, die den Sinn der Stiftung quasi umsetzen, dann gibt es eben den Verein, also dass die irgendwie zusammenarbeiten. Das wäre halt eine tolle Konklusion sozusagen. Da war noch eine Frage von der, und zwar ja, der Mitgliedsbeitrag, den die Leute zahlen bei uns, ist 90 Euro im Jahr. Und von diesem Geld bauen möchten wir eben diese Oasen weiter aufbauen, vielleicht auch eben neue Plätze dazu kaufen. Das hängt eben auch von den Finanzen ab, die wir eben haben und wo wir Land kaufen. In Portugal ist 2, 3, 4 Hektar für 5.000 realistisch und in Deutschland und in Österreich halt nicht. Und dann hat sie noch gefragt, ob dann dort die Mitglieder kostenlos leben können. Also das ist einfach was, das kann ich nicht absehen, das kann ich jetzt selbst nicht absehen. Also vielleicht kann der Rolf oder die Mitglieder dazu was sagen, auch wenn wir jetzt quasi eine Oase kaufen, ob es dann möglich sein wird, dass da die Mitglieder kostenlos leben. Also auf jeden Fall müssen sie mal nichts zahlen als Miete für den Platz, weil die ist ja, der ist ja gekauft. Aber wenn wir dann noch keine Eigenversorgung haben, dann werden wir schon Geld jeder brauchen, um sich, also bis wir das aufgebaut haben, dass es so eine Oase, so ein Paradies ist, dass keiner mehr Lebensmittel zukaufen muss, dass wir vielleicht autark sind von auch Energie, dann kann man da kostenlos leben. Aber wenn wir am Aufbau sind, dann wird es nicht möglich sein. Also dann können wir nicht die Leute noch finanzieren. Aber wir werden auf jeden Fall keine, also für den Platz keine, nein, müssen die Leute dann nichts, Anna, zahlen. Das stimmt nicht. Es gibt auch Plätze, der Arni sagt, wenn sich einer voll einbringt, wenn der mit Herz dabei ist, der braucht gar nichts zahlen, der wird mitversorgt, der kann da auch mitleben. Ja, genau, das meine ich ja. Genau, der braucht nichts zahlen. Ja, aber du hast gesagt, es ist nicht so, dass irgendwer was zahlt. Ja, doch. Nee, ich habe gesagt, dass... Ich habe es anders verstanden wahrscheinlich. Wie habt ihr es eher verstanden? Ich habe gesagt, wenn eine Oase so weit aufgebaut ist, dass man sich selbst versorgen kann, wie beim Ani vielleicht, dann ist es möglich, dass man nichts mehr zahlen muss. Genau. Aber wenn eine Oase im Aufbau ist, wie wenn wir jetzt einen neuen Platz kaufen und da ist noch nichts, dann werden wir nicht die Leute dort kostenlos, also unterbringen können. Was verstehst du? So, ja, aber nicht wir, sondern die Leute müssen sich dann selber irgendwie versorgen, ja, wenn eine Oase die Selbstversorgung nicht anbieten kann. Ja. Weil die Frage war, ob dann die Mitglieder für diesen Beitrag kostenlos mitleben können. Und das wollte ich eben erklären. Das kostenlos wird dann möglich sein, wenn halt die Oase schon perfekt ist. Aber wenn man am Aufbau ist, dann kann man dann natürlich nicht kostenlos leben, weil man natürlich, wir sind zum Beispiel auch bei uns noch nicht autark. Also wir kaufen noch vieles ein und deswegen brauchen wir das Geld und müssen arbeiten. Also, aber irgendwann, vielleicht in 200 Jahren, wenn dann viele Oasen da sind, dann werden unsere Kinder ein viel schöneres Leben haben, weil sie weniger halt arbeiten müssen für das Geld. So sehe ich das. Zu deiner Problematik, die du, Hanna, und auch Matthias und auch der Stefan jetzt angesprochen haben, wie man es dreht und wendet, auch wenn man noch so alternativ unterwegs ist, sobald du anfängst, dich draußen zu bewegen, egal mit was und wo, kostet es halt immer mehr oder weniger Geld. Und da stellt sich immer die Frage, wo kommt das her? Und wenn ich jetzt ein Projekt hochziehen will, und das hat nun mal mit Kosten zu tun, stellt sich die Frage, mehr oder weniger, was für ein Geschäftsmodell hänge ich da dran? Also Geschäftsmodell der alternativen Art, wohlgemerkt. Ja? Nicht um irgendwie Edeka oder Aldi oder Hofer zu beliefern mit dem Gemüse, sondern wie gestalte ich das betriebswirtschaftlich? Das ist immer wieder die Frage, wenn zu uns kommen sehr viele Bauern, die sagen, Mensch, ist das toll, wie ihr das macht. Wie organisiert ihr das? Und vor allen Dingen, wie rechnet sich das? Jeder von uns hat in irgendeiner Form eine Familie oder einen Hausstand oder irgend sowas, ja, und sage, wie kann ich das bestreiten? Ne? Und zwar im jetzigen System, egal ob das jetzt noch einen Tag, eine Woche, einen Monat oder 100 Jahre noch so funktioniert. Wir haben immer eine Übergangsphase. Das heißt, man muss sich bodenständig auch damit befassen, wie kriege ich ein bisschen was in die Kasse? So wie bei eurem Verein. Mit den Mitgliedsbeiträgen, das muss sein, wenn man nämlich die Idee hat, irgendwas zu kaufen. Da muss man auch sich die Frage stellen, wo kommt das notwendige Geld her? Zumindest mal, um sich zu bewegen. Ne? Damit beschäftige ich mich sehr. Ich bin
von Haus aus, vor gefühlt 200 Jahren, habe ich mal den Job des Bankers, also des Bankkaufmannes, gelernt und studiert. Ja. Also da kenne ich mich ein bisschen aus in Sachen Betriebswirtschaft und Geld. Und wie stelle ich ein Projekt auf solide, auch finanzielle Füße, damit ich ganz solide auch, ohne Angst, das Projekt irgendwann zu verlieren, aus welchen Gründen auch immer, das auf einigermaßen solide Füße. Ja. Und da spielen Dinge wie zum Beispiel Crowdfunding, ja, oder gerade Vereinsstiftung und so weiter, da müssen viele Dinge in eine Balance gebracht werden, damit so ein Projekt stimmig wird, wo sie die Menschen auch sicher sein können, dass das nicht nach ein paar Monaten oder ein, zwei, drei Jahren umkippt. Man hat sich reingehängt und plötzlich schlägt irgendwo der Blitz zu. Ob das jetzt Enteignungen im schlimmsten Fall oder sonst was ist. Ja, du brauchst immer ein finanzielles Fundament, um dich gegen Angriffe von außen zu wehren. Sei es nur mal einen Rechtsanwalt zu nehmen und sonst, wir kennen diese Spiele alle draußen. Ne? Viele Dinge kosten nun mal Geld. Und deswegen ist eine wichtige Komponente bei aller unserer Überlegungen, wo kommt zumindest eine solide, gesunde, herkömmliche Geldbasis her? Und das schafft man dann, wenn man das Projekt so weit bringt, dass tatsächlich da etwas produziert wird. In den meisten von unseren Projekten ist das Gemüse. Dass man das langsam hochfährt, mal tatsächlich einen Stand auf irgendwelchen Märkten macht, ja, weil Menschen kaufen Gemüse. Und denen ist es natürlich lieber, sie kaufen Gemüse, wo sie definitiv wissen, wo es herkommt, statt dem Hofer oder dem Aldi. Und da muss man ein bisschen auch sich Marketinggedanken machen und sagen, okay, jetzt lade ich mal ein Auto oder einen kleinen Lastwagen voll mit Gemüse, stelle mich wohin und am Abend sage ich, okay, jetzt habe ich vielleicht sogar ein paar hundert Euro Umsatz gemacht, das tut der Vereinskasse oder sonst was gut. Ja, aber was ich sehe, ist auch, wenn wir Oasen haben, dass da durchaus auch, dass wir in so Netzwerken sind, wie es gibt ja nicht nur das Airbnb, sondern ÖkoBNB und dort wollen ja die Leute so eine Erfahrung auch machen, vielleicht in einem Baumhaus zu schlafen und darüber kommt natürlich wesentlich schneller mehr rein als jetzt über Gemüseverkauf. Und dann gibt es halt auch noch Online-Marketing, wir haben halt einen Online-Kurs, dass man dann über Online-Kurse, dass man das Wissen auch an eine größere Masse bringt, wie jetzt bei einem Live-Seminar zum Beispiel. Dass man einmal sich die Zeit nimmt und so einen Online-Kurs erstellt und dann können die Leute sich den von daheim aus anschauen und man hat halt da laufend Einnahmen, wo man dann nicht mehr viel Zeit reinstecken muss. Das finde ich auch was sehr Schlaues. Okay. Das wäre eine von vielen Möglichkeiten eben, was ich vorhin sagte, dass ein bisschen was in der Kasse klingelt. Ja. Aber bezogen auf Gemüse, das darf man nicht unterschätzen. Ihr kennt sicherlich das Leuchtturmprojekt in der Normandie in Frankreich, Ferme du Bec. Wem sagt das was? Wie heißt das? Ferme du Bec. D-U-B-E-C. Ich gebe auch gerne einen Link, nachher muss ich allerdings raussuchen. Ja. Kann ich nachher auch im Chat stellen. Und die machen das voll permakulturell. Ja, und die haben auch ganz klare Vorstellungen, wie sie monetär leben. Und da rechnen sie vor, wie man unter permakulturellen Grundsätzen auf 1000 Quadratmeter guten, gesunden, humusreichen Boden einen Gemüsewert, wohlgemerkt, Bio-Gemüsewert, den man gegebenenfalls vermarkten kann, und das machen die, von 25.000 bis 30.000 Euro erwirtschaften kann pro Jahr von 1000 Quadratmeter. Das ist so eine wirtschaftliche Komponente. Das muss man aber richtig machen. Der Robert wird mir das bestimmt bestätigen können, dass die Erde das hergibt. So ein Wert. Also die, die ich kenne, die davon leben können, die sind Tag und Nacht auf dem Acker eigentlich. Also von morgens bis abends. Also es ist schon... Das muss auch nicht sein. Wenn man sich traut, ein bisschen Maschinenhilfe auch zu Hilfe zu nehmen, dann muss man sich nicht den Rücken krumpeln. Ne? Wir merken das, wenn man organisatorisch, gärtnerisch, halbwegs professionell vorgeht, kriegt man Ertrag. Und diesen Ertrag kann man vermarkten. Das wollen die Leute. Ob die Leute jetzt selbst kommen, auf Selbsterntefeld und dann freiwillig was in die Kasse legen, ob man einen Marktstand macht, da gibt es zig Möglichkeiten. Oder Kistenservice oder irgend sowas. Ja. Und wenn man das in den Griff kriegt mit einem Projekt, wo es auch die Fläche gibt, um tatsächlich auch gezielt was anzubauen, dann muss man sich auch um normales Geld, herkömmliches Geld, keine Gedanken machen. Aber ich gebe dir recht, Hanna, das ist Aufwand.
Da muss man auch eine gewisse Cleverness an den Tag legen und dafür auch Ressourcen von sich selbst, von Kopf bis Fuß sich einbringen. Und wenn eine gute Truppe zusammen ist, dann muss sich da keiner wirklich totarbeiten, ne? Rein physisch gesehen. Aber ich sehe es auch so, dass man dann die Oasen, die wir aufbauen, durchaus auch für, also Tourismus ist das eine, aber auch halt Seminare und darüber können ja auch wieder neue Mitglieder geworben werden, weil wenn die Leute da mal sind und sehen, wow, das ist aber schön, weißt du, dann können die dann Mitglied werden und dann wissen die, ah, wenn sie in dem Netzwerk sind, dann können sie auf alle die Oasen mal, also dort Urlaub machen oder, ja. Das ist ja so aktiver Urlaub, das finde ich auch, ist was Reizvolles, weil dieses mal nach Bibione für eine Woche sich ans Meer legen, ich glaube, das reizt vielleicht in Zukunft auch nicht mehr so viele, dass sich das ein bisschen dann verlagern wird, dass die Menschen generell mehr Umweltbewusstsein vielleicht entwickeln. Und Das ist ja der reizvolle Gedanke, dass man den Menschen, die neu in diese ganze Szene reinkommen, die sagen, Mensch, ist das toll. Wo kann man sich das mal angucken? Und also zum Beispiel unser Platz, der lebt momentan vom Skitourismus. Vom Skitourismus. Wir kriegen im Winter so viele Leute hier rein, dass wir uns darüber dann im Sommer eigentlich fast finanzieren können. Aha, das ist ein Wunder. Ach, siehste, das ist ein Businessmodell, das ist ein Geschäftsmodell. Wo du sagst, du holst ganz wir, einfach... Wir leben Kunden quasi direkt an der Skilangläufe. Ja. Du holst auf eigentlich konventionelle Art Kassenfüllung rein, wo du deine eigentliche, wirkliche Lebensvision leben und auch finanzieren kannst. Das ist bei jedem Platz ein bisschen anders. Ne? Und wenn Menschen dann kommen und sagen, aha, die machen das so, die haben die Voraussetzungen und da funktioniert so, ja, und dann kriegen die ein vielfältiges Bild. Und das macht die Geschichte attraktiv, das, was wir jetzt da gerade anstoßen. Und das finde ich unheimlich interessant, wichtig, dass man sagt, Menschen Vielfalt bieten, das interessiert die Leute. Auch die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die erstmal sich intensiv reindenken müssen, was machen die da überhaupt? Ja? Sagen, kommt, guckt's an. Ihr habt hier ein Bett, wo ihr den Kopf aufs Kissen legen könnt, arbeitet ein bisschen mit, bleibt eine Woche da und geht dann weiter zum nächsten. Ne? Wenn sie dann einen Monat durch sind, dann gehen die nach Hause und machen ein eigenes Projekt. Ne? Oder sie bleiben hängen irgendwo und bleiben einfach da. Das ist, alles ist möglich. Ne? Ja. Das ist diese Vielschichtigkeit, diese ganze Blumenstrahligkeiten, das sind die Plätze, die wir mit den Oasen schaffen. Und das ist das, was mich an eurem Verein Oasen des Lebens so interessiert, dass es da immer mehr Leute gibt, die das wirklich nicht nur interessiert, sondern die das auch tatsächlich machen wollen. Ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr große Zukunft vor uns. Ich finde es auch total schön, dass wir uns jetzt hier vernetzen, dass du bei uns dabei bist und ich würde, glaube ich, auch einem anderen Verein beitreten, wenn der irgendwas Sinnvolles macht. Das ist ja ganz egal. Ich meine, es geht ja einfach nur um die Sache, aber irgendwo habe ich schon die Vision, dass wir alle Erdhüter auf der ganzen Erde irgendwo miteinander vereint sind. Aber schauen wir halt mal. Ich meine, wir schauen einfach das, was wir schaffen und die Nächsten können darauf aufbauen oder sich freuen über dieses Erbe. Und in dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, die Telegram-Gruppe zu besuchen. Dort schaue ich bestimmt 2-3 Mal in der Woche rein. Und ansonsten werdet doch Mitglied und guckt euch das mal ein Jahr einfach an, wie sich das so anfühlt. Und ich wünsche euch eine ganz gute Nacht. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.